Vision auf Bug und dann Bug. Ja, definitiv Bugs. Und darauf können wir runterlaufen, sehr schön. Um das loot-technisch abzugreifen? Nö. Okay, dann laufen wir das klebrige Zeug hier runter. Crunch, 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 crunch. Oh, Spinne. Ja, keine Zauber verballern. Und da unten ist die Nebelwand, okay. Käfer oben? Ah, Käfer oben, da. Komm, target das Ding. Und zack. Ja, sehr schön. Torch, nö. Obwohl mit einer Fackel hier in das Spinnennetz ran, geht das? Wenn es geht, hätten wir, glaube ich, ein Problem, weil ich glaube, das ist unser einziger Weg runter. Oh, ein Lockstone, sehr schön. Da unten ist Lu. Moment mal. Sieht tief aus. Hier? Ja, hier war okay. Oh, Spinni Spinn. Spinn, Spinn, Spinni Spinn. Au, 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 hey, hey, hey. Uncool. Weg. 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 Warum habt ihr eine Banditenaxt dabei? Das liegt doch schwer am Magen, sowas. Radiant Life Gem, gut. Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein beim Runtergehen, wie wir gerade gemerkt haben. Und nicht einfach den schnellsten Weg nehmen, sondern immer schön etappenweise. Komme ich da irgendwie rüber? Warte mal, ich gehe mal da rauf und dann, ob da oben irgendwo was liegt. Das wäre eine schicke Stelle für ein Secret. Oder wir fallen einfach runter. Ah, hier ist aber Loot. Twilight Herb, ein Stück. Genau das Ding werde ich gleich wegmüffeln. Oh, hallo. Oh, alle. Kapusch. Kapusch. So, was haben wir hier? Simpleton Spice. Das sorgt dafür, dass irgendein Spruch weniger Int braucht. Oder halt die Glaubensvariante. Aber ich glaube, Simpleton war für Magier. Hört sich Magier an. Also wie Magier alle anderen sehen würden. So, ne? Mehr Loot. Corrosive Urn. Das war so ein Schmeißding. Phantom voraus. Freund voraus. Was denn nun? Secret sehe ich hier keins. Achso, die wollen damit wahrscheinlich sagen, dass wir jetzt menschlich werden sollten und uns einen Freund holen. Oder, dass ich menschlich sein muss, um das Phantom zu sehen. Das, ja, benutze. Wir haben ja doch dezent viele Human Effigies inzwischen. Benutze. So, jetzt gucken wir uns nochmal um in Menschenhaut. Also vorher vielleicht das Kraut benutzen. Und vielleicht nochmal ein Kraut benutzen, damit alles voll ist. Ja. Da ist ein Freund. Wer bist denn du? Du bist ein NPC. Ja, wir wollen auch keine NPCs. Das kommt erst später. Auch wenn du eine tolle Story hast, die dadurch voranschreiten würde, das ist mir egal. Mir macht das Spiel zu einfach. Ding, ding, ding. Nö, kein... Oh, oh. So. Also, leider kein Phantom. Außer ich habe das irgendwie vertriggert, dadurch, dass ich als Nichtmensch hier runtergelaufen bin. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken. Haben wir noch Heiltränke? Ja, sehr schön. Also, rein da. Oh, und Zwischensequenz. Viele Spinnen.
viele, 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 viele Fischspinnen, die vor uns weglaufen. Das sind Drachenschädel. Hallo Mama. Ah, da sind sie wieder. Okay, Spam. Weg, weg. Ah. Ich versuche mal den kleinen Kram wegzumachen. In der Hoffnung, dass er nicht respawnt. Was zur Hölle? Und den Kopf muss ich wahrscheinlich treffen, oder? Achso, Laserstrahl, weg, weg. Machst du deine eigenen kleinen Kiddies tot? Nee. Oh, ja, Nee, die sind flach genug, ne? Oh. So, letztes Kiddie weg. Dann dich. Keine neuen Spinnen. Ich denke mal, wenn das Netz... Ach, du... Trink. Lauf, 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 lauf. Ja, nee. So. Okay, au, Rückseite. Hallo. Ich laufe einfach immer im Kreis. Oh oh, Stab kaputt. Das. Oh. Stab ist jetzt nicht schön. Was mache ich da? Okay, ich warte jetzt eine Phase ab und dann versuche ich das Reparatur. Ah, okay. Reparaturpulverzeug. Das da. Schnell, 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 schnell. So. Okay. Nicht pieksen. Nicht pieksen. Stamina ist völlig für die Katze. The Duke's Dear Freya. Oh, Freya sagt mir was, der Name. Au. Und nicht nur wegen Globshow. Trinken. Und das war knapp. Und neue Viecher. Weg, weg. Aber Gott sei Dank nur zwei. Also das könnte wesentlich übler sein, wenn mehr Viecher kommen würden. Ah, drei. Und vier. Ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Und ich kann da nicht drunter wegrollen. Weg. Lauf, 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 lauf. Hm. Trink. Schnell. Huhu, okay. Du weg. Du weg. Dich targeten. Oh, warte mal, der Duke. Der Duke war der Schuppenlose in DS1, richtig? Ich glaube schon. Lauf. Na, er macht es jetzt ein bisschen länger. Live-Jam. Weiter, 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 weiter. Ugh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, einen reinhauen, komm. Richtung. Also immer in dieselbe Richtung ausweichen. Benutzt deine komischen Fliegenkugeln. Weiter, 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 weiter. Hallo?
Mal schauen, noch ein, zwei Treffer und dann ist der hin. Jetzt, ein Treffer noch. Bye, bye. Baby. Oh, sehr gut. Oh, Viecher. Das wäre jetzt peinlich. Zauber alle. Weg. Hat sie gerade den Kopf weggekickt von ihrer Mom? Das ist eigentlich... Was? Was? Warum ist... Hä? Müssen wir jetzt Fußball spielen? Warte mal. Leier voraus, okay. Versuch mal das Ding da zum roten Ding hinzubringen. Guck, ob das irgendwas macht. Nicht, nicht darunter. Dahin. Nö. Okay. Eine größere Seele. Haben wir schon zwei. Warum ist der Boden hier so komisch? So, ganz vorsichtig. Hm. Nicht runterkicken. Na komm. Na komm. Ne, macht nichts. Okay, weg mit dir. Flop. Jetzt roar. Du hast den Überdrachen erwacht. Tot. Nee, anscheinend nicht. Okay, das benutzen. Okay, I did it. Hurra for victory. Tough enemies ahead. Wir haben nicht so viele Zauber. Gegner voraus. Bist du wirklich ein Gegner? Siehst mir eher wie ein Büchermensch. Was? Revenge? Kann mit dir reden? Fine work, butthole. Ah, du bist doch ein Zombie, ja? Ja. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass das Troll-Kommentare waren, dass wir ihn angreifen sollen, denn es ist wieder ein NPC, der super stark ist. Aber nee. Brightstone Key, Branch of Yore, das war das Endsteiner-Ding. Und ein Dark Quarzring plus 1. Oh, den haben wir auch noch. Dark Quarz? Da. Dark Defense. Okay. Dich nehme ich mal weg und ich hätte dafür gerne mehr Seelen. Apropos Seelen, wir haben 70.000. Von wo kamen wir? Von anderer Seite, okay. Oh, das ist der Körper von dem Kopflosen. Okay, Inventory, wir benutzen nochmal die Dinger hier. So, so. Dann haben wir noch Flaschen? Nein. Wir haben's. Wir haben 6 Life Gems. Haben wir noch bessere? Einen besseren. Gut, dann hätte ich gerne die da. Und ich hätte gerne die ganz großen Geschosse. So, und dann gucken wir mal, ob er aggressiv ist. Ja, ist er. Aber er ist machbar, sehr machbar. Er ist nämlich tot. Oh. Vengals Armor. Also den Helm hatten wir ja schon, der war ziemlich schwer. Die Rüstung wird jetzt ähnlich schwer sein. Gucken wir mal. Ja. 15,1. Aber einen richtig schönen Rüstungswert. Also für einen Krieger genau das Richtige. Auch wenn das Ganze ein bisschen runtergekommen aussieht. Fine work. Jo. Da hinten vielleicht. Bonfire behind. Ja, ich wollte gucken, ob hier irgendwo noch ein Secret ist oder irgendwas Lootartiges, aber sieht nicht so aus. Gut, dann benutzen wir das Bonfire. Primal Bonfire lit. Sehr schön. Und in der nächsten Folge reisen wir nach Majula und geben erstmal die ganzen Seelen aus. Also, wir reisen jetzt schon instant nach Majula, weil
Wenn man Primal Bonfires littet, kommt man hierher. Ja, also nächste Folge geben wir die Seelen aus bei ihr. Dann müssen wir gucken, wo es weitergeht. Also wir kommen irgendwie ziemlich schnell an die großen Seelen ran. Das hätte ich so jetzt nicht gedacht. Aber, wie ich vorhin ja aufgelistet hatte, vor 2, 3 Folgen oder so, gibt es noch einiges, was wir machen können. Also recht viele Sachen, die wir übersehen haben oder nicht zu Ende gegangen sind. Und wir haben auch noch reguläre Wege. Und wir haben ja irgendwann auch noch die Priesterin. Und hinter der Priesterin ist nochmal eine ganze Reihe von Gebieten, ne? Also, ne? Schön viel zu tun. Bis gleich.